Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein Achievement, das wir finden können unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg gemeinschaftliche Gerüchte. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Findet 5 vergrabene Säckchen über Gerüchte aus der Gemeinschaft. Und dafür gibt es eine T-Mog-Vorlage, blaue Tweetmütze. Und ja, das ist schon ein kleiner Hinweis. Während des Ereignisses, was wir aktuell am Start haben, und zwar dieses Geheimnis von Azeroth, ist es so, dass es zum einen jeden Tag eine Quest gibt, wo man den Rätsel lösen kann. Und zusätzlich gibt es auch noch Gerüchte, die Blizzard streut über Posts auf anscheinend ihrem Instagram-Account. Ich wusste gar nicht, dass die einen haben, oder auch Tweets, ne? Und über diese kleinen Hinweise kann man dann so eine kleine Schnitzeljagd nachgehen. Und dort gibt es ein paar Säckchen, die wir uns holen können. Über die Tage sind jetzt ein paar Hinweise schon aufgetaucht. Insgesamt soll es am Ende 10 geben. Es gibt einmal einen Erfolg für 5. Den schauen wir uns jetzt an, also die ersten 5. Und sobald alle 10 quasi gefunden worden sind, gibt es dann das zweite Video von mir für die restlichen 5. Beziehungsweise dann schneide ich wahrscheinlich nochmal alle rein. Genau, wichtige kleine Randinformation, wenn ihr das hier machen wollt, ist es sinnig, dass ihr quasi diese täglichen Quests immer mitnehmt für dementsprechend diese Hauptsuche, die wir einmal hier in dem Meta-Achievement drin haben, denn da kriegen wir einige Items, die für diese Tweet-Geschichte sinnig sind. Und zwar unter anderem gibt es ja dieses Toy, wo man diese Denkkappe hat, beziehungsweise auch die Fackel, die werden wir später auch nochmal brauchen. Nur als kleine Randinformation, zu der Geschichte mache ich auch Videos für jeden Tag von dem Rätsel. Guckt da einfach rein, falls ihr die nicht gemacht habt. Genau, jetzt aber hierzu. Das allererste Teil, was wir uns holen wollen, das allererste Säckchen, dafür sind wir einmal in den östlichen Pestländern und dort sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 51, 65 und da hat Blizzard ein Bild gepostet auf ihrem, glaube ich, Instagram-Account von etwa so dem Winkel von diesem Baum hier. Und Spieler haben das natürlich gefunden, wo das ist. Und da gibt es dann einen Pfeil, den haben wir hier seitlich dran. Und wenn wir diesen Pfeil anklicken, dann haben wir quasi 15 Zahnräder, 15 Bolzen. Und das resettet dann unsere Denkkappe. Diese Denkkappe ist quasi ein Spielzeug, was man sich über diese täglichen Rätsel aus dem Ereignis was man hier aktuell haben, Geheimnis von Azeroth holen konnte. Und deswegen meinte ich, macht Sinn, wenn ihr das quasi mitnehmt. Übrigens, auch wenn das Ereignis zu Ende ist, Blizzard hat schon angekündigt, dass ihr alle Sachen auch nachträglich holen könnt. So, jetzt resettet sich hier quasi die Position und jetzt müsst ihr quasi schauen, dass ihr dahin fliegt auf die Position, was das anzeigt. Wir machen das jetzt relativ simpel. Ich habe mir das schon rausgesucht, wo wir hin müssen. Und zwar sind wir dann hier hinten bei einem kleinen Erdhaufen. Und zwar lockerer Erdhaufen schimpft sich der und das ist einmal bei den Koordinaten 55, 59. Und da klicken wir jetzt einmal drauf und haben dementsprechend dann das erste Säckchen. Das können wir aufmachen, gibt es ein bisschen Gold raus und dann müssten wir 1 von 5 abgeschlossen haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten. Sodala, fürs zweite Säckchen müssen wir jetzt einmal in den Teufelswald und zwar befinden wir uns auf Kalindor, dann Teufelswald und hier auf den Koordinaten 42, 47 und dort in dem See ist es drin und zwar hat Blizzard Items aus dem Handelsposten vorgestellt und dann ein Bild gepostet quasi, wo dann eins der Items drauf ist mit Teufelswald als Hintergrund in der Cursor. War halt genau da, wo jetzt die Position ist. Ne? Also so hat man den zweiten Hinweis rausgefunden. Und hier können wir auch das Ding wieder aufmachen. Und dann kriegen wir wieder ein bisschen Gold raus. Beziehungsweise haben dann auch das zweite abgeschlossen. Für das dritte Säckchen müssen wir dann in die 1000 Nadeln. Und zwar auch wieder Kalindor, hier 1000 Nadeln. Und dann sind wir hier bei einer Höhle. Und zwar bei den Koordinaten 43, 37 und dort müssen wir jetzt auch rein. Also erstmal unter Wasser tauchen, dann hier einmal in die Höhle rein und ich habe mir die Koordinaten schon rausgesucht. Ihr seht, ich muss relativ weit in die Höhle rein. Also quasi hier ganz nach hinten durch. Sollte eigentlich jeder Char schaffen können. Aber ja, sonst macht das mit dem Druid. Das Ganze ist nämlich eher countweit, ne? Also
Ihr könnt es mit jeglichem Char auf dem Account looten, ist egal. Ihr könnt das eine mit dem ersten Char machen, das andere mit dem zweiten Char. Das bleibt sich gleich. Also hier haben wir das Ding drin und das ist jetzt hier auf den Koordinaten 42, 30 in etwa. Ne? Gut, das machen wir einmal auf. Und da ist dann auch wieder ein Säckchen drin, das können wir aufmachen. Wieder ein bisschen Gold und ein paar Tränke und dann haben wir jetzt auch Nummer 3 gefunden. So, da, dann sind wir beim vierten Säckchen und zwar sind wir jetzt in Draenor unterwegs und dann einmal im Schattenmontal und hier müssen wir etwa auf den Koordinaten 35, 49 und dort haben wir so einen Baum umgeben von Wasser, wie ihr hier seht, und in das Bäumchen, naja gut, ist schon ein bisschen größerer Baum, müssen wir einmal rein und dort haben wir dann den nächsten Haufen liegen und den können wir dann auch aufmachen und jetzt haben wir wahrscheinlich die 4 von 5, oder? Müsste? Ja, haben wir. Okay, und dann jetzt noch zum letzten. Für das fünfte Säckchen müssen wir jetzt einmal in den Nethersturm. Und zwar bin ich jetzt einmal hier in quasi der Scherbenwelt, dann Nethersturm und hier sind wir auf den Koordinaten 26, 68. Und hier können wir jetzt auch wieder ein Häufchen öffnen. Und zwar seht ihr, das haben wir hier, lockerer Erdhaufen, das können wir jetzt hier mal aufmachen und da ist das Säckchen drin. Kleine wichtige Info, ihr kriegt dieses Ding nicht alleine, wenn ihr hier seid, sondern ihr müsst Minimum 3 Spieler hier sein und diese 3 Spieler müssen alle den Buff haben, Fackelaura, und nur dann kann man dementsprechend hier diesen Haufen bekommen. Bei mir ist es jetzt so, dass immer sehr viele Spieler da sind und dass der Haufen sofort wieder spawnt, weil genug Leute mit der Fackel hier rumstehen. Die bleibt so eine Minute etwa da, das Häufchen, dann die spawnt, das seht ihr, jetzt ist das weg. Und wenn dann die Leute hier in die Nähe mit der Fackel laufen, dann kann man das den Haufen zum Spawnen kriegen. Wo kriegt man jetzt diese Fackel her, beziehungsweise den Buff? Das gibt es über das Spielzeug Fackel von Pyret. Und dieses kriegt man dementsprechend, wenn man vier oder den vierten Tag quasi die Rätsel in Waldracken abgeschlossen hat. Ne? Falls ihr nicht wisst, von was ich rede, ich habe zu diesen ganzen täglichen Rätsel jeweils ein Video gemacht, da könnt ihr gerne reinschauen und euch dann dementsprechend auch das Toy holen, beziehungsweise wenn hier genug Leute rumstehen, die auch das Toy an sich haben, dann braucht ihr es, denke ich mal, selber auch gar nicht haben. Genau. Und ja, sobald ihr 3 Leute mit diesem Fackelbuff hier habt und dann mit interagiert, dann könnt ihr diesen Erdhaufen zum Spawnen kriegen und dann, wie ich gerade, einmal das Ding rausluten. Genau, das war es eigentlich soweit im Großen und Ganzen. Jetzt gibt es hier noch dieses schicke T-Mog-Teil. Das ist einfach eine blaue Mütze, blaue Tweet-Mütze. Und damit sind wir soweit durch mit dem kleinen Achievement-Guide. Jetzt gibt es noch ein zweites Achievement, wo wir insgesamt 10 von den Dingern looten müssen, also 5 weitere. Und ja, da gibt es dann von mir demnächst ein Video zu, sobald die anderen 5 bekannt sind. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht da wieder. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.